Hallo Freunde, ich habe für euch was vor. Ich knall den auf, den Kürbis. Ich mache den kaputt. Und innen sind Samen drin. Schaut auf und zu, was ich mache. Innen sind Kerne. Und die tue ich nächstes Jahr ein Kompostständer aussehe. Deswegen mache ich den Kürbis kaputt. Da kommen Kürbiskerne. Kleine Kürbisse. Der ist fertig. Der steht da rum. Na, ich möchte gerne die Kerne retten, weil der fertig ist. Möchte ich einfach. Und ich schaue mal, vielleicht kriege ich auseinander. Weil der ist kaputt. Sieht man jetzt schon. Der ist total weich. Das Wetter war auch nicht gut. Gerade beim Halloween. Und so sehen die Samen aus. Und jetzt gehe ich meinen Finger. Da kommen die junge später Kürbis. Vor Teufel. Innen ist es schon richtig modrig. Deswegen will ich auch die Samen, die Kerne retten. Und der Kürbis ist schon kaputt. Er war schon kaputt, hier. Innen ist er schon faulig. Deswegen will ich die Samen retten. Und die Körner retten. Ich hoffe, dass ich die gut retten kann. Schade für den Kürbis. Aber mit dem eine gute Chance. Na, innen merkt man schon, innen ist er richtig faulig. Wie es aussieht, sind die Kerne noch gut. Nur der Kürbis halt. Der Kürbis ist halt kaputt. Und später zeige ich euch, wie man sie wascht und trocknet. Hier habe ich keine Wasser. Das sieht ein bisschen neu. Ach, mach gerade alle. Und jetzt geht's Plantius. Jetzt durch sieht man hier die Kerne. Kerne. Die sind sauber und dann mache ich sie nachher auf den Karton auflege. Dass ich trocknen könne.
Fängt sich gut an. Ich mache es auf. Du nicht. Ich nehme mich nachher in die Küche rein, dass es gut trocknen kann. Dass ich im Frühling umtopfen kann. Im Frühling, durch den, wenn das Wetter mitmacht, aussehe, ich hoffe, dass das Wetter mitmacht. Also dieses Jahr war keine gute Idee. Kein schönes Wetter, einmal warm, kalt. Das war für die Kürbisse gar nicht gut. Und ich bin immer gespannt, wie die tolle Kürbisblüte. Das ist ganz toll. Ist halt wie eklig, ist normal, bin sie schon gewohnt. Macht Spaß, euch das zu zeigen. Und das Wasser kann jetzt weg. So, und hier habe ich nochmal zeigen, was der halber. Das war keine gute Idee. Und ich lasse sie heute nach draußen und durch sie umdrehen. Mit dem Spachtel, weil die müssen wir jedes Mal umdrehen. Auch die Feuchtigkeit brauche ich sie immer wieder zum Trocknen. Und der Kürbis hier hat Feuchtigkeit bekommen, Unterware kaputt, deswegen habe ich den müssen schneiden. Und ich habe mal weiter. Der Kürbis kommt weg. Der kommt jetzt im Kompost. Der kann er verrotten oder kaputt gehen oder für die Tiere. Ich halte für traurig. Er hat nicht das Gesicht. Ist echt traurig, dass ich den kaputt machen musste. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, eure Michi. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Michi. Ciao.